Ein wunderschönes Hallo beim Bausimulator 2015. Wir sind dabei, was eigentlich zu machen? Ein Haus zu bauen, ne? Genau, ein Haus. Haus halt. Ein Haus. Für die Familie Hoffmann. Wir bauen nicht. Wir bauen nicht nur Häuser, wir bauen Haus heute. Warum bewegst du mein LKW? Ich bin hier gerade am Beladen. Ich hallo? Weiß. Echt, ey. Ich wollte aber. Ich wollte hier. Erde holen. Toll. Kies holen. Ja. Mit was soll ich jetzt? Ja, okay, dann nehme ich halt den anderen. Ja, wenn es so. Damit geht. Ja, ich muss mal probieren. Das ist echt eine Hilfe. Was denn? Oh, nein, 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 nein. Nein, So. Hey, hallo, warum verbrennen Sie all die Akten? Ach, ich wollte eigentlich Feuer machen. Ist das hier falsch im Büro? Oh, da gehe ich halt wieder in den Heizkeller. Ja. Und? Ist das jetzt schlimm? Wie war das denn? Ach, unser neuer Mitarbeiter. Der Praktikant, das ist normal. Ja. Toll, jetzt mein Haken funktioniert nicht. So, jetzt. Das war auch wieder wie so ein Titel für irgendeine Spam-Mail. Funktioniert Ihr Haken nicht richtig? wie kann ich denn jetzt? Ich wollte doch nur. So kann ich so. Und so kann ich so. Ah, ja. Dann machen wir das Ganze so. Eingefahren ist ja. So. Und flapp. Und eingeknickt. Und schön. Ah. Wunderbar. Die Stützfüße. Oh mein Gott, die Stützfüße. Kann ich sie jetzt? Nee, so. Jetzt kann ich die Stützfüße. Genau, wir wollen das Haus hier bauen. Und ich muss dafür noch ein bisschen Kies holen. Wir haben unseren Anhänger wieder. Das freut mich sehr. Das ist ein wichtiger Mitarbeiter. Zum Beispiel steht er jetzt gerade im Weg rum. Na toll. Das ist schon ein toller Mitarbeiter, ja. Der britische Wagen ist auch Panne irgendwie. Du kannst entweder die seitlichen Planken aufmachen oder die hintere. Aber beides auf einmal geht anscheinend nicht. Das war doch früher mal besser. Zum Beispiel wieder bei dem Thema. Früher war das alles besser. Ja, früher war alles besser. Ja, du musst es halt einfach nur richtig machen. Das ist nicht die Schuld von dem Anhänger. Nee. Von dem Wagen, von den Klappen. Was auch. Na ja. So, jetzt hier so. Und jetzt kann ich dann. Kann ich nicht. Kann ich so? So kann ich. Wunderbar. So. Komme ich da jetzt dran vorbei? Ja! Spaß. Es gibt ja manche Leute, die haben das Hobby, Leute zu verkuppeln. Oh je, ja. Da gibt's doch garantiert auch welche, die das Hobby haben, welche abzukoppeln, oder? Oder entkuppeln, ja, ja. Wahrscheinlich. Hm. Ey, die Schlampe ist nichts für dich. Genau. Entschuldigung, das ist meine Frau, ja. Ach so, aber wenn sie das sagen, ja, dann muss das ja. Wir sind in den Flitterwochen, ja. Sehr gut. Ja. Sie sind der Hoteldirektor, ja. Das könnte auch eine Strategie sein, weil. Ja. Also der Flug zurück ist ja irgendwie gebucht, aber dann im gemeinsamen Zimmer möchte man ja auch nicht mehr dann verbringen. Also dann kann man so die wie heißt das, die Auslastung ein bisschen verbessern. Suchen Sie uns wieder. Bis der Nächsten. Die hoffentlich was ist für Sie. Dann hat man einfach noch einen Deal mit irgendeiner Single-Plattform da. Gut ist. Das wieso, weil Marktmodell, warum gibt's das noch nicht? Gibt's garantiert, aber ich hab's noch nicht mitbekommen. Wer hat denn da seinen Laster so blöd hingestellt, dass man in die Einfahrt nicht rein kann? Echt, ey. Ja, wahrscheinlich auch nicht so voll Vollpfosten. Oh, ey, Mann, ey. So geht die Menschheit zugrunde, da siehst du es wieder. Ja, ein LKW ist in Einfahrt stehen. Ja, klar, ja. Ist er auch, ne? Weiß man doch. Absolut. Also wer das nicht weiß, da weiß ich auch nicht weiter. Oh, hier wird's unscharf. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dich damit. Den können wir kippen, oder? Doch, den können wir kippen. Können wir den kippen? Ich glaube nicht.
Ich guck mal. Nee, damit kann ich keinen Key holen. Na, sowas. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich aber schon hier den anderen halb auf. Was hast du halb ab? Da müssen wir höchstens versuchen, ob er das so drauf umkippen könnte. Das wäre ja mal was. Umkippen? Umkippen. Wie was umkippen? Ei, du willst jetzt wahrscheinlich meinen Pritschenwagen hier. Natürlich will ich deinen Pritschenwagen. Klauen. Klar, ich muss Erde holen. Oder Kies. Ja. Oder Erde. Oder Kies. Ja, siehst du, und ich habe hier gerade Holz draufgeladen. Ja, und? Ja. Wo ist jetzt das Kannst Problem? Das höchstens, ja. Vielleicht kann man das ja oben drauf kippen, das könnte ja fast klappen. Ich glaube, das funktioniert sogar, weil das letzte Mal hat es zumindest funktioniert, dass wir erst Erde reingemacht haben und dann hier dieses Holzgedöns da reingestopft haben. Deshalb kann es ja auch andersrum funktionieren. Ja, probieren wir es mal. Ja. So. Wo bist du denn? Beim Sägewerk. Du bist noch beim Sägewerk, warte mal. Dann können wir doch eigentlich hier... Fahrst du schnell, um ein Fahrzeug zu wechseln? Was wollen die denn jetzt schon wieder? Hey, Mann, Mann, Mann. So, auf geht's. Nein, ist noch nicht fertig. Oh. Bleib mal hier. Hilf lieber mit. Jetzt mal den Kranwagen mitgebracht. Der steht jetzt gut bereit da irgendwo. So, ich helfe mit. Sehr gut. Ja, höher, höher. Du musst hoch. Du musst hoch. Dann nach oben. Friedhelm, nach oben! Nach oben mit dem Hebel! Oh. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's, guck mal. Soll ich mir noch einen Gabelstapler holen? Ja, probier's mal. Wo haben wir denn hier? Leihfahrzeuge, Gabelstapler. Oh, ja. Meine Anfrage wurde akzeptiert. So. Natürlich steht die Palette falsch. Steht nicht falsch, du musst nur richtig dran fahren. Für mein Dranfahren stand sie jetzt gerade falsch. Ja. So. Ladung gesichert. Klappt das da? Ja, ja. Nein! Ich sehe, es sieht gut aus. Oh Mann, ey. Jetzt liegt hier da so Holz im Weg. Warte mal. Kann ich jetzt nicht? So. Nein! Schnell weg, schnell weg. So. Also ich habe das ja ohne Probleme hinbekommen, ne? Was hast du? Was war vorhin zu zweit hier? Nein, nein, warte, warte, nein, nein, jetzt. Ach, das hätte perfekt. Ich wollte dir doch nur helfen. Ja, ich weiß, das ist immer das Problem. Ja, tja, tja. So. Ladung, Gesicht. Falsche Richtung. So. Ja, bis weiter vor. So, Platz ab. Nach vorne mit Mast? Ja, ja, mit Mast. Ja. Das heißt doch ja, nicht Mast. Doch, Segelmast heißt das. Genau. Es kommt aus der Schifffahrt. So, so jetzt musst du sichern, sobald. Sicher, 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 sicher! Ja, 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 ja! Sehr gut. Ja, deswegen stand ich extra parat. Bin mir nicht sicher, ob wir da noch großartig doch, viel Erde drauf bekommen. Noch Erde. Jetzt guck, jetzt geht die Klappe hinten wieder auf. Verstehst Warte? Du? Ja. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. kannst du, warte mal, kannst du mal auf den Fahrersitz? Nö. Doch. So. Ja, oder? Oder das vielleicht geht das auch so. Ja, ja, ich bin ja, das war so die Idee. So, jetzt bin ich da drunter. Ja, ach toll, filigran, wie er das macht. Ja. Toll. Warte mal, kannst du. nee, okay. Warte mal, anders. Kannst du Y drücken? Schaffst du das? Geht das bei dir? Ja, sehr gut. Moment. Okay, drück nochmal Y. Drück jetzt nochmal Y. Ich traue mich nicht. Mach das mal. Das ist jetzt gerade so gut. Mach mal. Und nochmal? Na. Okay, nochmal. Warte.
Warte, warte, warte. Wie das die Profis halt so machen. So, jetzt nochmal. Ja, noch. Dann steckt die ja dran. Ist. Nein, so, nein, 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 warte. Komm jetzt nochmal. Ja, jetzt ist gut. No. Nochmal. Oder so, genau. Nein, nee, nochmal. Mach nochmal. Probieren wir es in die andere Richtung. So, jetzt ist es nämlich unten. Ach so. Nee, nee, der wehrt sich. Jetzt nochmal. Nee, Der will das irgendwie so. Das ist so lächerlich. Wahrscheinlich, weil die, warte mal, die Pritsche ist vielleicht noch nicht ganz hoch. Pritsche? Nee, ist ganz unten. Ah, jetzt ist. Weißt du, dass es von daher kommt? Also jetzt ist bei das mir die Klappe ganz komisch eingeklappt. Das wird schon irgendwie gehen. Guck mal, ob wir ja, da Erde reinbekommen. Denke auch. Fahren wir mal. Hätten wir so ein paar Stapler leihen können. So, wo gibt's denn jetzt Erde? Beim Kieswerk. Ach ja. Ja. Stimmt, dann müssen wir da vorne rechts, ne? Aufträge, ja genau. Ich schau schon mal, ob ich hier irgendwie vielleicht was anderes machen kann. Da, wo früher die Tankstelle war, da müssen sie abbiegen. Super, danke. Das ist, als jemand, der nicht ortskundig ist, super. Das, ich weiß, dass da früher eine Tankstelle war. Du hast das ganze Schnittholz geholt, ne? Ja, ja. Dachpfanne? Einmal, zweimal Lärche und Fichte. Oh. Oh, ey, da müssen wir einiges auch noch holen hier beim Baustoffhändler hier. Ja, ja. Dachpfanne, Bitumen, Isoliermaterial. Ey, wir blinken da hinten im Wald rum. Ach, das ist ja schön. Irgendein Depp, der sein Auto nicht abstellt. Guck doch mal, wie der da gefahren ist, wieder hier da. Der war doch wieder besoffen am Steuer. Sehr mit Sicherheit. Schlimm. Ja, keine Ahnung, soll ich den das andere Zeug dann schon mal holen? Oder? Gut, ich guck mir das jetzt mal an, ich bin gespannt, ob ja, das auch funktioniert. Ja, das denke ich auch. Das wollen wir ja mal herausfunktionieren. Sollte ich meinen zweiten Pritschenwagen kaufen, glaube ich. Ja, wir haben noch einen tollen, der hat sogar einen Kran dran. Ja, aber sonst kann er nichts. Ich weiß, und fährt auch sehr langsam. Komisch, echt. Ja, wenn die Stützen nicht richtig einfährt. Was? Man kann die Stützen bewegen? Ja. Links ab. Ja, doch nicht das links. Guck doch mal, du siehst doch, dass dazu ist. Oh Mann, ey. Wir hätten da einen blöden Flip in den Weg gestellt. Keine Ahnung, ich fahr mal weg. So, ist frei. Sehr gut. Wo ist jetzt kleiner Pritschenwagen? Als Passagier einsteigen. Ach, eingestiegen. Wow. Ja, das waren 90 Grad zu viel. Ja, ich merk's auch. Ladung lösen? Soll ich die Ladung lösen? Nein. Du musst nur zurück. Zurück musst du. Zurück, zurück. Und jetzt einschlagen. 30 Grad nach links und dann die Seitenachse. Die Seitenwende. Ja, mach mal. Ja, hab ich. Ja, du hast jetzt auch Erde drauf. Ja, super klasse. Supi. Na, dann geht ja, das voll. Ja. Wie gut. Soll ich dann den Rest da holen? Ey. Ja. Ey. Wie auch immer. Ey. Da sitzt eine Straßenblockade. Ey. Warte mal, das muss ich mal von innen angucken. Ey. Sieht gut aus. Wir sind jetzt die Orangschwesten hier. Die können sie nicht weiter. Ja, genau. Die Orangschwesten. Upsi. Klingt ja wie viel blöder als Gelbwesten, ne? Und auf einmal wird's sehr politisch. Okay, dann hole ich jetzt das ganze Baumaterial da irgendwie, was man da so brauchen, ne? Fahr! Fahr! Fahr los! Vielleicht hupen, dann geht's schneller. Sehr wahrscheinlich. Ja. Es geht immer schneller, wenn man hupt. Naja. Und dicht auffahren und Lichthupe geben, dann geht's immer schneller. Das auch, ja. Mhm. Ich will's auch. Ja. Vor allem, wenn man auf dem Stauende zufährt. Ja, ja, ja. Ja, genau, es wird heller und die Lichtgeschwindigkeit ist ja die höchste Geschwindigkeit. Und wenn man die dann mit seiner Fahrgeschwindigkeit summiert, dann ist man schneller. Ja, ja, und heller klingt auch wie schneller, also ist das schon dicht. Ja. Jetzt legt er sich hier hin. Ich glaube, der ist müde. Sag mal, es muss hier Glatteis gegeben haben. Ich bin hier ganz schön am rotieren. Ja. So, ja. Ah, ich glaube, ich kaufe das erste Zeug erstmal. Was braucht man denn? Das sagt er mir so noch nicht. Mist. Oh Mann, wir hätten hier so blöd sein LKW hingestellt. Keine Ahnung.
Ich glaube, du hast das Auto hier ein bisschen touchiert. Das, Quatsch. meinst du, das müssen wir melden? Ich, nö. Nö, ich denke auch nicht. Im Real Life wäre das jetzt hier so eins mit der Mauer geworden, aber ich gut. Glaub. Das hätte ich gern gesehen. Ja, doch. Zwei große Dachpfannen grau. Dann kaufe ich die mal. Hallo. Ich möchte gern zwei große Dachpfannen rot haben. Zwei Dachpfeilen, was ist das für ein Blödsinn? Keine Ahnung. Ja, für 5000 kann man mal zwei Dachpfeilen kaufen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da haben wir noch ein Isoliermaterial. Ja. So, das soll jetzt alles hier in diesen Bereich reingeladen werden. Hoffe ich. Mach du mal, schaffst du schon. Alter. Die kauft hier ein wie ein Blöder. Ah, ich wollte mir ein Haus bauen. Was meine ich noch? Ein Bitumen. Ein? Ja, ein. Ist doch lächerlich. Bitumen. Guck mal, ist auch günstig. Ja. 600 für ein Bitumen. Ja. Ich finde, das kauft ist okay. Mehrere Säcke von, er kauft ein. Ja. Wenn du die Ladung löst, kannst du alles gleichzeitig auskippen. Ja, versuche ich ja. Beziehungsweise muss die Erde, glaube ich, woanders hin als die... Aber glaube ich nicht. Schon. Ich hoffe, das muss jetzt alles auf einer Sache. Ja, dann weiß ich nicht. Dann musst du selbst wissen. Geh mal gleich. Ich glaube, ich probiere es echt mit dem Gabelstapler. Vielleicht geht das besser als mit dem Kran. Ich glaube zwar nicht... Ich glaube nicht dran. So. Kann ich hier... Wow! Hä? Abschnitt? So weit waren wir doch noch gar nicht. Ja. Die Kamera hier ist auch nur blöd. es gibt eine Ladekamera? Das sagt er mir jetzt erst. Ja, die ist auch super. Ach Mist, ich hätte das in einen anderen Bereich transportieren. Ach, das Schnittholz soll nicht in die Baugrube. Verstehe ich gar nicht. Okay, so ist so rum, so ist so rum. Verstehe ich auch nicht. Wofür macht man da erstmal eine Grube, wenn er... Ja, wenn man da nicht das Baumaterial drin versenken soll. Ja. Echt, ey. Blödsinn. So, bin ich jetzt hier dran? Hä? Oh, Mann. Zum Glück geht das ja mit dem Bagger. Ladung gesichert. Kann ich jetzt hier... Es ist schön, dass ich durch die Ladung durchgucken kann. Ja, ja. Aber wenn man Glas kauft, geht das. Ja. Isoliermaterial. Glas isoliert. Ja, ja. So. Hallo, warum kann ich jetzt die Fracht nicht anhängen? Ladung entsichert. Stimmt doch wieder irgendwas nicht. Ey, Mensch, super. So. Das geht ja wie geschnitten Brot. Oder so. Hier geht gerade gar nichts. Hallo, ich möchte gern. Sag mal, brauche ich jetzt hier für den blöden Kackkran oder was? Sieht ganz danach aus. Ich habe den Ball zum Anhängen, aber ich kann da nichts anhängen. Doch, jetzt. Nein, ich kann hier gerade gar nichts. Hä, wieso geht denn das nicht? Das macht haufenweise Geräusche, aber hier bewegt sich nichts. Die möchten nehmen. Hä? Ach so, weil ich das schon längst. Naja, was ist das jetzt für eine Kamera? Stoßstangenkamera? Was habe ich da gerade gelesen? Stoßzahnkamera. Ja, ja, die ist noch aus urzeitlichen Zeitaltern. Die Stoßzahnkamera. Ja, ist einfach im Sprachgebrauch so geblieben. Ja, natürlich, das hat sich dann so weitergeführt, gesetzt und so. Kennt man. Kennt man. Kennt man. Ladung endsicher. So, jetzt habe ich das. Ich höre den Stapler ganz in meiner Nähe. Ja, ja, das ist. Ich bin auch. Ich bin dir nah. So, ne? Was haben wir denn noch? Freie Kamera. Nein, Freiheit gibt's hier nicht. So. Nö, echt, der ist ja ekelhaft. Ladekamera. Das ist schön, dass sie das mit, auch mit in, hier ins Spiel reingenommen haben, aus dem Real Life, diese Ladekamera. Ja, kennt man. Kennt man.
Richtig. Spätestens aus der Bild. Ja. So. Jetzt weiß ich noch nicht, wie hoch ich damit fahren muss. Ich fahr mal ganz hoch. Wenn du nicht weißt, wohin mit dir, dann immer ganz nach oben. Konfuzius. Konfuzius. Ja, ich habe mich ja schon öfter im Leben konfus gefühlt und deshalb habe ich jetzt die Lehren des Konfuzius entdeckt. Die haben mich sofort angesprochen. Ich find's lustiger, als ich sollte, glaube ich. So. Ey, cool. Die haben sich zwei Paletten so verhakt, dass sie sie mit einem Zug rüberziehen können. Nice. Klasse. Das ist Bug-Using, darfst du nicht. Oh ja. So. So. So, dann wieder die Stoßstangenkamera. Ladung gesichert. Alles gesichert, kein Problem. So. Die Paletten hier, die baumeln hier am Kran wie im Wind, echt, ey. Wie nein, so nein, nein, nein! So ein Papierdrachen im Wind. Du willst mich doch ver... Aha. Da klappt was nicht. Ja. Nein, jetzt. Bleib da. Bleib da drauf und. Nein! Bleib jetzt da drauf! Warte mal, dann schieben wir es so an der Seite hier vorbei, dann ist das doch da. Gut. Gut? Ist gut? Ist das jetzt noch drauf oder nicht? Jetzt. Oh! Ach, dieser Mist hier, der fliegt ja ständig raus. Das bleibt jetzt hier drin oder ist das jetzt. Ist jetzt hier alles cool mit uns oder macht ihr nur Scheiße? So, jetzt so. Dann nehmen wir es halt so. Schieben das einfach irgendwie da drauf, wenn das geht. Vermutlich schubst du jetzt das andere runter, ne? Naja, okay, das ist drauf, das andere ist unten. Ey! Schaufel befindet sich noch in der Erde, dein Kopf befindet sich in der Erde. Echt, ey, Kacke, Mann. So. Warte mal, dann bringe ich das von da dran. Oh, aus der Perspektive wird mir leicht schlecht. Warum gibt es den Bausimulator noch nicht in VR? Das will keiner sehen. Doch, 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 doch. Ich will das. Ich will gerne dafür 300 Euro ausgeben, dafür, dass ich durch eine Palette in VR sehen kann. So. Ich will lieber erstmal gerne mit dem Bagger rückwärts fahren. Danke. Ich hätte dann muss den Rückwärtsgang einschalten. Bei solchen Grundsachen, da tut mir auch leid, aber das muss man einfach wissen. Warum ist denn die Ladung auf dem Kopf? So. Komme ich da jetzt so dran? Das wäre ganz schön. Ah, das sieht schlecht aus. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, das sollte gehen. Klingt nicht so gut bei dir. Ja, doch, 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 das geht. Nur ganz vorsichtig, wie bei hier dem Kranspiel. Dann geht das auch. So, so. So. Hat's funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Sehr gut. Oh, Mensch. Und in der nächsten Folge fahre ich das dann darüber. Moment. Das hätte ich auch fast über den Zaun schmeißen können, einfach. Na toll. Was denn? Nächstes Mal bisschen mehr mitdenken, bitte. Entschuldigung. Wie auch immer, haben wir das geschafft. Das war auch eine Erkenntnis. Jetzt weiß ich, dass es hier die Stoßstangenkamera und die Ladungskamera und die andere Kamera gibt. Die ist tatsächlich auch hilfreich. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.